Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder die Look Fantastic Box und es ist diesmal eine Special Edition, sag ich mal. Es ist ein besonderer Anlass, sag ich mal. Und zwar die Geburtstagsedition. Und ja, ich finde das Design wieder sehr schön. Die hat so Holosterne, wie das ist gerade im Licht ein bisschen blöd, aber ja, die hat so Holosterne. Erinnert zwar ein bisschen schon an Weihnachten, aber seien wir ehrlich, es ist nicht mehr lang bis zu Weihnachten, also ist das okay. Ich mache sie mal jetzt mit euch auf. Ich habe natürlich schon reingeguckt. Und das Erste, was immer drin ist, ist einmal die Zeitschrift, und zwar die L. Die ist mal richtig dick, also prall gefüllt, wie ihr hier seht. Hat viele Seiten. Ich guck mal kurz. Ich glaube, fast, nee, 270 Seiten oder so. Also ordentlich was zu gucken. Ist natürlich auf Englisch, weil es eine englische Box ist, aber das ist halb so wild. Kriechen. Und dann habe ich hier schon ganz kurz das Heft. Da stehen nämlich schon die Sachen drin, deswegen tue ich es mal schnell weg. Und mache die Box jetzt einfach nochmal auf. Und als allererstes, das finde ich richtig süß, halt wegen dem Geburtstag, ist ein Lolli drin. Voll niedlich. Ich wünschte, der wäre rosa, dann würde er in meine neue Wohnung passen. Aber ich gucke mal gerade, ob ich den überhaupt essen kann. Ja. Sieht so aus, als wäre der vegan. Dann könnte ich mir auf jeden Fall diesen Lolli demnächst mal. Ich hoffe, der schmeckt gut. Ja, finde ich auf jeden Fall eine süße Idee. So ein kleines Goodie finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, ein Goodie ist dieses Produkt. Und zwar von Look Fantastic selbst ein Pinsel, der so in so, ja, ich würde mal sagen, fast Einhorn-Optik ist. So, weil er so, ja, spitz zuläuft. Und dann diese, sieht halt aus wie so ein Einhorn. Und so sieht der aus. Ist halt so ein Eyeshadow-Brush. Finde ich richtig, richtig gut. Fühlt sich gut an. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Ich liebe Pinsel, also von daher. Und das Produkt ist halt passend ausgewählt zu diesem Produkt. Und zwar von Hikari oder Hikari. Ich habe keine Ahnung. Oder Hikari. Oder keinen Plan, wie man das ausspricht. Ich kenne die Marke auch überhaupt gar nicht. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Es ist ein Eyeshadow-Quad. Passend halt der Pinsel dazu. Finde ich sehr schön. Ich glaube, in der Richtung Tonja, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hole das mal kurz raus, damit ich euch das zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Es sieht nämlich sehr hübsch aus. Und zwar ist das das Quadro. Und so sehen die Farben aus. Und ich finde die sehr, sehr schön ausgewählt. Also es sind tolle Farben. Zwei matte und zwei schimmernde. Da kann man bestimmt einen tollen Look mit schminken. Allerdings habe ich ja gerade meine Paletten aussortiert. Das Video habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber es kommt bald. Ihr habt sie in meinem Vlog gesehen. Es wird jetzt bald kommen und ja, ich brauche es nicht. Es ist vor allem nur ein Quattro. Ich habe lieber Paletten, wo ein paar mehr Farben drin sind. Und deswegen wird es das auch irgendwann in einer Verlosung mal zu gewinnen geben. Das werde ich beiseite legen und dann könnt ihr euch da irgendwann drüber freuen. Wo mache ich weiter? Ich mache weiter mit diesem Produkt hier. Das ist von Decléor. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Hydra Floral. Es ist so ein Gelee und zwar so ein, ja, Feuchtigkeitsgelee fürs Gesicht. Es hat eine kleine Größe, sind 15 ml. Finde ich aber ganz gut. Ja, lege ich zu meinen anderen Sachen und werde es irgendwann dann mal benutzen. Dann habe ich hier, was ich auch sehr, sehr cool finde, das ist von Christoph Robin, ein Shampoo. Es sieht überhaupt nicht von außen schon mal aus wie ein Shampoo. Ich zeige es euch mal näher, so. Und von innen sieht es auch nicht aus wie ein Shampoo. Das ist so ein bisschen körnrig und sieht ein bisschen nicht so lecker aus. Aber ich freue mich schon richtig, das auszutesten. Das werde ich auch sofort jetzt in Benutzung nehmen. Also nicht nach diesem Video jetzt, aber jetzt die nächsten Tage mal. Weil da bin ich so gespannt drauf. Und das ist jetzt auch nicht so viel. Das geht ja wahrscheinlich schnell leer. Ich glaube auch, ich muss mir noch durchlesen. Aber ich glaube, es ist mehr so für den Ansatzbereich des Haars. Und ja, dafür werde ich das dann auch verwenden. Das nächste Produkt finde ich auch sehr cool, dass es wieder so gut zusammenpasst. Ist von Yves Lom ein Cleanser. Also einfach ein Gesichtsreinigungsprodukt, ein Cleanser. Und passend dazu gibt es hier so ein Tuch. Also das ist beides zusammen. Ja, so ein Mikrofasertuch, kennt ihr vielleicht. Da habe ich auch noch drei oder vier Stück, habe ich da schon von. Damit kann man einfach super das Make-up runternehmen und alles. Und das ist richtig angenehm. Natürlich nur einmal verwenden, weil dann so viele Bakterien, sage ich mal, drauf sind vom Gesicht. Und dann kommt das in der Wäsche, also man kann es immer wieder benutzen, einfach in der Wäsche schmeißen und dann könnt ihr es beim nächsten Mal wieder benutzen. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich jetzt noch eins habe, weil wie gesagt, ich habe 3 oder 4 Stück und dann ist halt immer eins da, wisst ihr? Wenn ich das benutze, dann liegen die anderen in der Wäsche und, also versteht ihr? Ja, ich glaube schon. Dann habe ich halt immer eins zur Verfügung, deswegen finde ich das sehr gut, dass dieses, ja, Mikrofasertuch oder wie, was das ist, mit dabei ist. Das finde ich halt wieder sehr
clever gedacht, also dass halt ein paar Produkte so zusammengehören. Und dann gibt es noch ein letztes Produkt und zwar ist das von Ilamasqua, ein Gel Sculpt. Sieht so von außen aus, sehr süß, klein. Ich gucke gerade mal, ob ich da sehe, wie viel Gramm das sind. 4 Gramm sind das. Und ich mache das Ganze jetzt mal auf und es sieht halt einfach richtig lustig aus, muss ich sagen. So sieht das Produkt aus und dann ist es so. Es sieht einfach mal fast schwarz aus. Also es ist wirklich fast schwarz. Und ja, das ist halt ein Contouring-Stick. Aber wenn man das aufträgt, warte, ich zeig's euch, sieht das so aus. Also das kann man, glaube ich, auch, also man kann es, glaube ich, sehr gut verblenden. Ich werde euch, warte, ich teste das mal kurz. Ja, doch, man kann das, glaube ich, ganz gut verblenden. Dann ist es noch so leicht. Ich glaube, man kann es auch aufbauen. Das muss ich dann mal testen. Riechen tut's eigentlich kaum. Ja, und ihr seht, dann ist man so leicht gebronzt. Da kann man halt dann so ein bisschen, ja, sein Gesicht bronzen, konturieren. Und finde ich halt eine coole Sache. Ich wollte es erst eigentlich gar nicht selbst behalten, aber jetzt wollte ich es irgendwie doch, weil Ilamasqua ist eine tolle Marke. Davon habe ich noch nicht so viel getestet und ja, ich möchte es behalten. Ich werde es, denke ich mal, vielleicht mal ein paar Mal ausprobieren. Ich hoffe, ich finde es ganz gut. Aber ja, ich werde bestimmt mal darüber berichten, wie ich das so finde. Und das war's mit der Box. Das waren alle Produkte, aber ich finde die Box richtig, richtig gut. Für mich kostet die Box 15 Euro im Monat, weil ich da so ein Jahresabo gemacht habe und dann ist sie halt günstiger. Und für 15 Euro, also gerade die Box war ja, wie gesagt, die Geburtstagsedition, aber gerade die Box, also mega. Für 15 Euro, wenn man das vergleicht, die Glossy Box kostet auch 15 Euro. Und ja, früher fand ich die Glossy Box, habe ich euch schon mal gesagt, super gut, weil da war die wie diese hier. Es waren besondere Marken, es waren kleinere Produkte, aber halt wirklich Marken, an die man nicht immer jederzeit so schnell rankommt, die ein bisschen teurer sind. Finde ich dann besser, weil man sich so ein bisschen austesten kann. Inzwischen ist die Glossy Box ja so, dass da ein Catrice Nagellack, eine Dove Body Lotion oder so drin ist. Das ist halt, ja, zwar in voller Größe dann, aber ja, was bringt mir das? Das habe ich eventuell schon selbst zu Hause. Das kann ich mir mal selbst eben kaufen für kleines Geld. Finde ich unnötig. Also ich teste lieber Sachen aus, die ich mir nicht selbst kaufen würde. Wie, ja, keine Ahnung, dieses Produkt von Ilamasqua hier ist schweineteuer. Würde ich mir so nie kaufen, wenn ich sehen würde. Aber vielleicht entdeckt man so halt so ein paar kleine Schätze, sage ich mal, oder neue Favoriten. Und dafür finde ich das echt gut, auch diese kleinen Größen. Ich meine, hier ist ja nicht so viel drin, aber es wird mir trotzdem ewig halten. Was brauche ich da, so ein Full-Size-Produkt? Ist Quatsch. Ja, das finde ich halt ganz gut. Ich mag diese Box sehr gerne, ist mir lieber als die Glossy-Box. Ich finde es bei dieser Box auch schön, die kommt direkt Anfang des Monats. Also die ist immer so, ja wirklich in der ersten Woche eigentlich ist die da. Das finde ich sehr, sehr gut, weil meine anderen Boxen, die Look Incredible Box, die kommt ja immer bei mir Ende des Monats. Deswegen finde ich das sehr gut und da freue ich, kann ich mich mal zweimal freuen. Das ist schön. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.